genau einen Tag vor dem großen Call of Duty Next Event, wo alles offiziell vorgestellt wird, gibt es nochmal so viele Informationen rund um das Gameplay von Call of Duty Modern Warfare 2, nämlich zu neuen Perks, Map-Details und vor allen Dingen sind auch offiziell die Systemanforderungen für die Open Beta von Modern Warfare 2 bekannt. Das und alle weiteren Informationen natürlich wie immer im Video. So kurz vor dem großen Event kann ich natürlich nur raten, mir bei Twitch zu folgen, twitch.tv/squishytime, Link ist in der Videobeschreibung. Wir schauen uns das Event natürlich am Donnerstag zusammen an, analysieren, es gibt Tipps und Tricks zur Beta und es lohnt sich definitiv da mal vorbeizuschauen. Aktuell ist es so, dass immer mal wieder kurze Teaser und Informationen auf Twitter verraten werden. So unter anderem gibt es täglich ein Countdown-Video zum Next Event, wo immer mal wieder kleine Informationshappen versteckt sind. Hier auf dem Bild, zwar relativ verschwommen, sind bereits drei Perks zu erkennen, die definitiv im Spiel sein werden, nämlich Scavenger, Overkill und Spotter. Scavenger ist das extra Plünderer und wir können von toten Feinden neue Munition aufsammeln. Overkill, wir können zwei Primärwaffen gleichzeitig tragen. Und Spotter, dass man feindliches Equipment durch Wände sehen kann und auch feindliches Equipment hacken kann, zum Beispiel Claymores und andere Dinge. Auf dem hier eingeblendeten Bild sehen wir auch ein weiteres Perk, nämlich High Alert, das bekommt aber eben ein neues Icon. Das Perk kennen wir bereits auch schon aus anderen Call of Duty Teilen. Der Bildschirm fängt eben rot an zu blinken, sobald jemand außerhalb unseres Sichtfeldes anfängt auf uns zu zielen. Das zweite Perk, welches hier an dieser Stelle gezeigt wird, ist alles andere als sicher. Hier könnte ich auch nur anfangen zu raten, aber Spekulationen lassen wir erstmals an der Stelle, bis wir dann zum Release der Beta mehr wissen. Unser letztes Bild mit versteckten Informationen zu den Perks macht die Sache etwas spannender. Und so scheint es, als könnten Perks zu einem großen Perk kombiniert werden. Hier sehen wir die Verbindung von zwei kleinen Perks, nämlich von Fingerfertigkeit und Gung Ho, sprich Feuern während dem Sprinten und Sliden, kombiniert zu einem großen Perk. Ob das dann quasi die Pro-Version sein wird, die wir zum Beispiel bereits aus Modern Warfare 2 aus dem Jahr 2009 kennen, oder ein völlig neues Gameplay-Element wird, muss sich eben noch zeigen. Auch die Museumsmap wurde nochmal mit einem blockartigen Gebäude präsentiert und so gab es nochmal ein Bild hier versteckt in Details in dem Teaser-Trailer. Obendrauf präsentierte Call of Duty auf Twitter ganz frisch gestern einen Map-Overview, voraussichtlich der Map Museum ebenfalls. Kurz auf den ersten Blick sieht die Map ehrlicherweise sogar wirklich gut aus und könnte rein vom Overview eine Oldschool-Map sein, die genauso in Black Ops 2 oder Black Ops 3 sein könnte. Natürlich wissen wir hier nicht, wie viele erhöhte Spots es geben wird, um zum Beispiel aus Fenstern, Erhöhungen oder dergleichen getötet zu werden, aber auf den ersten Blick ist das Ganze doch relativ vielversprechend. Auch die Systemanforderungen für die Open Beta für den PC kennen wir bereits und die fallen überraschend gering aus in meinen Augen. Mindestens benötigt ihr hier als Grafikkarte eine GTX 960, die bereits 2015 auf den Markt kam und mittlerweile schon 7 Jahre alt ist. Empfohlen aber in Richtung 60 FPS plus zu kommen, zu denen ich dringend rate, solltet ihr eine GTX 1060 haben oder eine Radeon RX 580. Als Prozessor wird hier ein i7-4770K empfohlen oder ein AMD Ryzen 7-1800X. Solltet ihr stärkere Hardware haben, dann umso besser, aber das sind eben die Dinge, die man unbedingt haben sollte. Das waren erstmal alle Informationen, die es aktuell noch gab. Jetzt werden wir bereits morgen deutlich mehr wissen, dann offiziell vom Call of Duty Next Event, was ich natürlich dann auch nochmal zusammenfassen werde für euch. Und vor allen Dingen werden wir ab Freitag bei Twitch dann auch die Beta von Modern Warfare 2 auf PlayStation zusammenspielen. Also wie gesagt, gerne bei Twitch folgen, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt aber ist deine Meinung gefragt. Was sagst du zu den Gameplay-Informationen und vor allen Dingen auch bereits zum Map-Overview von der Museumsmap? Hast du da Bock drauf oder sagst du, hey, ich habe immer noch Bedenken nach den ganzen Informationen? Ich freue mich jedenfalls riesig und freue mich auch vor allen Dingen auf die nächste Zeit mit Call of Duty. Ich bin raus, euer Swishy.